Albert, am letzten Spieltag der Hinrunde ist es doch noch passiert. Die erste Niederlage, woran hat es heute gelegen? Ja, in der zweiten Halbzeit, denke ich. Wir haben die erste Halbzeit eigentlich sehr gut angefangen. Haben drei Pfostenschüsse und auch so eigentlich ganz gut nach vorne gespielt. Hinten nicht zugelassen. Und dann wollten wir eigentlich in der zweiten Halbzeit noch mehr Druck machen. Haben wir dann leider nicht geschafft. Das hat dann Pauli besser gemacht. Sind auch besser in die Zweikämpfe gekommen. Und dann machen die, glaube ich, aus einer Chance ein Tor. Und danach haben wir dann versucht, nochmal alles nach vorne zu werfen. Aber dann hat halt einfach das letzte Quäntchen Glück auch ein bisschen gefehlt. Und so verlierst du dann leider das Spiel 1-0. Gerade auch kurz vor der Pause wart ihr richtig gut, richtig dominant. Wie ist es zu erklären, dass ihr aus der Kabine kommt und plötzlich das Spiel aus der Hand gebt? Ja, ganz ehrlich, das kann man sich gar nicht erklären, weil wie gesagt, wir waren super im Spiel drin und haben eigentlich gut Druck gemacht. Und dann sind wir die Halbzeit und haben wir alles angesprochen in der Pause und wollten eigentlich noch mehr Druck nach vorne machen. Ja, aber haben wir dann aus unerklärlichen Gründen leider nicht mehr geschafft. Und dann hat eben Pauli eine Chance, sie machen das so. Ja, und dann ist es natürlich schwer, hier vor der Kulisse dann nochmal zurückzukommen. Dennis, heute gibt es mal das neue Gefühl einer Niederlage. Ich glaube, daran will man sich auch nicht gewöhnen, oder? Woran hat es heute gelegen, deiner Meinung nach? Gute Frage. Ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit einfach keine Entlastung mehr hatten oder kaum Entlastung. Wir hatten dann durch Boris noch eine gute Chance gehabt. Am Schluss dann Baumi der Querpass, wo er vielleicht hätte selbst schießen können. Aber im Großen und Ganzen haben wir eigentlich die zweite Halbzeit komplett verschlafen. Aus unerklärlichen Gründen aus meiner Sicht, weil wir eigentlich richtig gut ins Spiel gekommen sind in der ersten Halbzeit. Hatten das Spiel absolut im Griff gehabt, haben phasenweise gegen Pfosten geschossen, gegen die Latte und ja, machen da das Tor einfach nicht und verlieren dann am Ende 1-0. Wie froh bist du persönlich, dass es jetzt noch zwei Spiele gibt, auch wenn die Hinrunde vorbei ist? Gibt es ja noch zwei Partien bis zur Winterpause, um da vielleicht auch nochmal was gut machen zu können? Ja, das auf jeden Fall. Also nächste Woche, denke ich, wird es nicht gerade einfacher in Union Berlin. Da herrscht genauso eine Stimmung wie hier am Millerntor. Aber ja, ich denke, dass wir dann nächste Woche wieder angreifen werden, versuchen wieder in die Spur zu kommen, wieder zu punkten, um dann oben dran zu bleiben. Wie geht die Mannschaft jetzt damit um? Ist die Moral in der Mannschaft intakt? Ja, die Moral ist intakt, klar, aber wie nach jeder Niederlage ist man erstmal geknickt jetzt. Muss das jetzt erstmal verarbeiten, das Ganze. Wie gesagt, ist ein neues Gefühl. Bisher hatten wir noch das Glück gehabt, immer ungeschlagen zu bleiben. Aber ja, ich denke, man geht jetzt mit gemischten Gefühlen aus der Partie, weil wie gesagt, die erste Halbzeit richtig gut war aus meiner Sicht. Und dann weiß ich nicht, wieso wir dann in der zweiten Halbzeit auf einmal so spielen, wenn die erste Halbzeit so gut lief. Das hätte uns eigentlich Selbstvertrauen geben müssen, aber naja, so läuft es dann manchmal.